Zwischen dem Silvretta und Famunze im Montafon schlägt das Herz der Illwerke VKW. Das Pumpspeicherkraftwerk Obervermundwerk 2 liefert bei Bedarf bis zu 360 Megawatt Strom. Damit könnte es im Notfall zwei Drittel Vorarlbergs kurzfristig mit Strom versorgen. Die Innovation des 500 Millionen Euro Projekts ist die Reaktionsfähigkeit. Dieses Kraftwerk ist in der Lage, innerhalb von 30 Sekunden von Nullleistung auf volle Leistung hochzufahren. Ein sehr, sehr schneller Vorgang, wenn man sich vorstellt, dass natürlich große Wassermengen bewegt werden. Einerseits wird Wasser hochgepumpt bei der Energieaufnahme, andererseits wird dann Wasser vom Silvrettasee in den Vermundsee abgearbeitet und Energie in das Netz eingespeist. Diese Regelbarkeit der Pumpe ist das Um und Auf, denn der steigende Anteil der von Sonne, Wind und Wetter abhängigen Erzeugung von erneuerbarer Energie erfordert ein flexibles Backup und Speicherkapazität im Stromversorgungssystem. Um diese Errungenschaft zu sichern, wurde das modernste Pumpspeicherkraftwerk der Welt umweltfreundlich einen Kilometer tief im Berginnern erbaut. Das ist ein sogenanntes Kavernenkraftwerk, von außen praktisch nicht zu sehen. Es hat verschiedene Vorteile, abgesehen von der Wirtschaftlichkeit. Es gibt kein Problem mit Lawinen, das Landschaftsbild wird nicht beeinträchtigt. Also das sind so die wichtigsten Punkte. Das weltmeisterlich flexible Hightech-Kraftwerk leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der österreichischen Klima- und Energiestrategie 2030.